Da war ein all-time favorite, Level 42 aus den 80er und 90er Jahren mit Running in the Family. Hier ist Radio Wien am Sonntagvormittag, es ist 9 Uhr. Thomas Kickinger im Studio. Schönen Vormittag. Die beste Information der Stadt. ORF Radio Wien. Die Nachrichten. Zum Equal Pay Day wird der Ausbau der Kinderbetreuung gefordert. Rapid holte in der Fußball-Bundesliga in Lustenau in einem turbulenten Match ein Unentschieden. Und das Wiener Wetter bringt auch heute überwiegend Nebel. Heute ist der heurige sogenannte Equal Pay Day. Laut Statistik haben also Männer im Durchschnitt schon bis zum heutigen Tag das Gehalt bekommen, für das Frauen bis zum Jahresende weiterarbeiten müssten. Sowohl von der Gewerkschaft als auch von der Wirtschaftskammer werden heute Maßnahmen bei der Kinderbetreuung gefordert. Peter Daser berichtet. Der sogenannte Equal Pay Day rückt nur langsam nach vorne. Bleibt es beim bisherigen Tempo, dann würde es noch Jahrzehnte dauern, bis in Österreich Frauen und Männer gleich bezahlt werden. Corinna Schumann vom ÖGB sieht dringenden Handlungsbedarf. Wesentlich der Ausbau der Kinderbildungseinrichtungen, eine neue Bewertung der Arbeit, auch darauf ist hinzuschauen, warum ist Frauenarbeit immer noch schlechter bewertet, auch in der Bezahlung als Männerarbeit. Und ganz wichtig wäre, an den Schrauben der Lohntransparenz zu drehen. Die Bedeutung der Kinderbetreuung hebt auch Martha Schulz von der Wirtschaftskammer hervor. Es muss auch mehr Kinderbetreuungsplätze geben und diese mit Öffnungszeiten, die auch mit einer Vollzeitbeschäftigung vereinbar sein. In der südkoreanischen Hauptstadt Seoul sind im Zuge von Halloween-Partys mehr als 150 vor allem junge Menschen ins Leben gekommen. Sie sind in einem beliebten Ausgeviertel in eine Massenpanik geraten. Die Behörden fürchten, dass die Opferzahl noch steigen wird. Laut Außenministerium ist unter den Todesopfern auch ein österreichischer Staatsbürger. Mediziner der Klinik Floridsdorf haben an der Entwicklung einer zielgerichteten Therapie bei der Behandlung von Lungenkrebs mitgearbeitet. Mit einer speziellen Analyse der Tumore sollen bessere Heilungschancen ermöglicht werden. Details dazu finden Sie im Internet auf www.orf.at. Der Fußball-Bundesliga hat Rapid gestern in Lustenau ein 3:3 Unentschieden erreicht. Dreimal hat Rapid einen Rückstand ausgeglichen. Drei Treffer sind erst in der Nachspielzeit erzielt worden. Florian Gabrielian fasst zusammen. Die Lüftenauer sind das klar unterlegene Team, gehen gegen Rapid aber trotzdem zweimal in Führung, weil die Hütteldorfer einfach ihre Chancen nicht verwerten, Rapid-Trainer Zoran Barisic. Das ist das Einzige, das wir uns vorwerfen müssen, dass wir aus dieser Vielzahl an Möglichkeiten zu wenig Tore erzielt haben. Guido Burgstaller findet in der 92. Minute zum zweiten Mal das Netz, stellt zwischenzeitlich auf 2:2. Brian Teixeira nutzt in der 96. Minute einen umstrittenen Foulelfmeter für Lüftenau aus, 3:2. Den Schlusspunkt setzt dann Bernhard Zimmermann in der 10. Minute der Nachspielzeit 3:3. Die Mannschaft hat immer wieder weitergemacht und schlussendlich ist es unentschieden mehr als verdient. Heute ab 14.30 Uhr Austria Wien gegen Altach und LASK gegen WRC, um 17 Uhr dann Sturm gegen Ried. Mit Radio Wien können Sie dann am Nachmittag bei der Fußball-Bundesliga live am Ball sein. Das waren die Nachrichten, damit zum Wiener Wetter und Peter Tichacek. Danke Thomas, ich habe im Netz auf Social Media auch schon gelesen, Rapid muss so lange spielen, so lange Überzeit, bis endlich der Ausgleich fällt in der 10 Minuten Nachspielzeit. So, aber gegönnt sei es Ihnen, unentschieden für die Hütteldorfer. So, Temperaturen heute zwischen 10 und 12 Grad, es bleibt der Nebel beständig über der Stadt hängen. Vielleicht am Nachmittag die eine oder andere Chance, dass vielleicht in einigen Bezirken, in den Randbezirken, Wienerwaldbereich oder im Norden ein bisschen die Sonne durchkommt. Aber allzu viel Hoffnungen kann ich Ihnen da nicht machen. Wenn die Sonne rauskommt, dann geht es ja gleich rauf mit den Temperaturen. Das merken wir ja schon in den anderen Landeshauptstädten, in Bregenz, in Salzburg, in Klagenfurt, sogar in Linz ist es sonnig. Und da steigt die Temperatur heute sicher teilweise bis zu 17, 18 Grad. Zurück zu uns ins Wiener Becken. Ruhiges Hochdruckwetter auch am Montag, am Fenstertag, Nebel und Hochnebel sehr zäh, erst am Nachmittag vielleicht stellenweise sonnig und 13 bis 16 Grad und im weiteren Trend, Feiertag Allerheiligen, erneut hartnäckiger Nebel oder Hochnebel. Aber mit dem auflebenden Westwind besteht die Chance, dass die Nebeldecke sich etwas rascher auflöst und die Temperaturen dann deutlich über 15 Grad steigen. Radio Wien mit der besten Verkehrsinformation der Stadt. 4:09. Aktuell sind uns keine Störungen gemeldet worden. Sie kommen überall gut voran. Ich wünsche mal gute Fahrt. Das Radio Wien Wochenende mit Peter Tichacek.
wenn Sie schaffen, raus aus der Stadt, dann haben wir gute Chancen, dass wir da auch ein bisschen in die Sonne reinlaufen und vielleicht die eine oder andere Sonnenstunde mitnehmen können. Nebelsuppen machen wir gar nicht. Suppen machen wir schon, aber Nebelsuppen nicht.